Trainer Dokupil zeigt sich also experimentierfreudig. Auf der Gegenseite zwei interessante Leute nur auf der Bank. Mraz und Kramer, jene beiden Spieler, die für die bislang einzige Saisonniederlage Rapids verantwortlich zeichnen. Die Torschützen beim 2:1-Sieg der Rieder in der ersten Runde. Die Mannschaft der Stunde Rapid also gegen die Sensationself der bisherigen Saison Ried. Man kann sich auf ein interessantes Match gefasst machen. Wenig Interessantes dann aber in der ersten Viertelstunde. Nach 15 Minuten dieses Foul an Schöttl. Freistoß für Rapid. Das bedeutet Arbeit für Soltan Barisic. Und erstmals in Aktion Ronald Unger im Tor der Rieder. 7500 Zuschauer sehen von Anfang an, dass sich die Rapidler schwer tun. Und Ried steht im Konter gefährlich, wie hier Steininger. Aber Konsul klärt. Überraschend, das Mittelfeld Rapids zurzeit sicherlich das Beste in Österreich, kann keine spielerische Überlegenheit gegen die Rieder, gegen den Aufsteiger herausarbeiten. Da dieser herrliche Pass von Stöger auf Barisic. Unger wehrt ab und das 1:0 für Rapid in der 18. Minute. Stumpf mit seinem 7. Saisontor hat einmal mehr seinen Torriecher unter Beweis gestellt. Eigentlich mit der ersten echten Chance die Führung der Rapidler. Die Hütteldorfer haben ja in jedem Spiel zumindest ein Tor erzielt in dieser Saison. Dieses Ziel wäre zunächst auch einmal geschafft. Marasek, einer der besten Grün-Weißen heute. Großartiges Solo an Unger gescheitert. Aber ganz typisch diese Szene für die erste Spielhälfte. Rapids Zusammenspiel klappt nicht nach Wunsch. Wenn die Hütteldorfer gefährlich sind, dann zumeist durch Einzelaktionen. Dann bringt Trainer Klaus Reutinger für den verletzten Steininger Pavel Mraz, den tschechischen Legionär, als zweite Sturmspitze neben Erwin Dampfhofer. Und dieser Pavel Mraz wird eine Minute später bereits brutal zu Fall gebracht. Und zwar von Jovanovic. Rot verdächtig, aber Schiedsrichter Fabian lässt Gnade vor Unrecht ergehen und zeigt nicht einmal gelb. Und die Rieder weiterhin frech im Vormarsch. Stanislavjevic trifft die Latte und wieder eine ziemlich derbe Attacke an Mraz. Und die Zeitlupe zeigt verdächtig nahe an der Strafraumgrenze. Freistoß für Ried. Drechsel knapp vorbei. Aber Rapid-Spiel kommt nicht zurecht auf Touren. Das merkt auch Trainer Ernst Dokupil. Und die Rieder wieder im Konter. Mraz auf Angerschmidt. Und das ist der Ausgleich. Passiert in der 42. Minute. Der verdiente Ausgleich, muss man dazu sagen. Ein klassisches Kontertor, wie es schöner nicht sein kann. Und der überraschende Pausenstand, Rapid gegen Ried, 1:1. Die Freude nicht nur auf dem Spielfeld, überschwänglich bei den Oberösterreichern. Schöne Gäste, manche Rapid-Fans haben nicht vergessen, dass der vor kurzem tragisch verunglückte Horst Steiger auch in den Diensten Rapids tätig war. Zweite Spielhälfte, unverändertes Bild. Eine ausgeglichene Partie. Wie ein Foul an Stöger. Ein weiterer Versuch für Zoran Barisic. Unter den Zuschauern auch der Cheftrainer von Sporting Lissabon, Carlos Queiroz. Und ihm wird diese Einlage des Torhüters von Ried, von Ronald Unger, auch gefallen haben. So schön diese Einlage, so schwer dieser Fehler beim 2:1 der Rapidler durch Pivanik. In der 59. Minute geht der Tabellenführer neuerlich in Führung. Das Stellungsspiel von Ronald Unger alles andere als perfekt. Und von da an läuft's bei den Hütteldorfern. 5 Minuten später, 3:1.
Michael Hatz, der Manndecker, war aufgerückt. Per Kopf der dritte Treffer für die Rapidler. Wermutstropfen für den Torschützen, erhält wenig später die gelbe Karte und wird im Derby gegen die Austria zuschauen müssen. Wir sehen die Vorlage von Marasek und Hatz vollendet. Das Solo der Hütteldorfer an der Spitze scheint also eine Fortsetzung zu finden. Kübauer, wunderschöner Pass auf Pivanik. Und das hätte sein zweites Tor an diesem Abend eigentlich sein müssen. Ronald Unger gut herausgelaufen. Eine Stunde lang konnten die Oberösterreicher großartig mithalten. Man muss der Mannschaft von Klaus Reutinger wirklich ein Kompliment aussprechen. War alles drin in dieser Partie, aber diese starken 5 Minuten haben das Match entschieden. Und jetzt haben die Rieder nichts mehr der Überlegenheit Rapids entgegenzusetzen. Freistoß für die Hütteldorfer in der 72. Minute und Tor Nummer 4. Zoran Barisic wie zuletzt gegen Salzburg mit einem herrlichen Freistoßtor. Er wandelt tatsächlich auf den Spuren des Antonin Panenka. Und krönt seine großartige Leistung an diesem Abend mit diesem Treffer zum Endstand von 4:1 für Rapid. Ein letztendlich doch klar und deutlicher Erfolg der Rapidler. Und solche Szenen werden in Hütteldorf langsam aber sicher zur Routine. Was meint der Sporting Lissabon Trainer nach diesem Spiel? Er vergleicht die beiden Teams, meint, beide Mannschaften haben ähnliche Stärken und Schwächen. Rapid ein schwerer Gegner, wir hoffen natürlich auf ein gutes Ergebnis hier in Wien. Die Chancen stehen 50:50. Grenzenlose Begeisterung im Hanapi-Stadion. Dennoch, der Haussegen in Hütteldorf hängt schief. Denn offenkundig spielt die Mannschaft gegen den erklärten Willen ihres Trainers. Ich hoffe wirklich, dass keine Mannschaft, auch Rapid, nicht davonrennt. Rapid revanchiert sich also eindrucksvoll für die bislang einzige Saisonniederlage. Die Hütteldorfer feiern den einzigen Sieg dieser Runde und erzielen dabei mehr Tore als alle anderen Bundesliga-Clubs zusammen. Denn in Linz, Steyr und Graz verweigern die Spieler ihren Fans Tore. 2-0-Nummern gab es bisher in der gesamten Meisterschaft. Heute waren es gleich 3. Kein Sieger, aber wenigstens 2 Tore bei Innsbruck gegen GAK. Auffallend also die Torflaute. Nur 7 Tore bedeuten Saison-Minusrekord. Der Rekordmeister bricht alle Rekorde. Das Freistoßtor von Zoran Barisic ist der 150. Treffer der Saison. Die Hütteldorfer gewannen in 11 Runden 8-mal. In der vergangenen Saison gab es zum gleichen Zeitpunkt erst 4 Siege. Steht durch diese Siegesserie das grün-weiße Budget auf ähnlich unsicheren Beinen wie der Staatshaushalt? Wir haben das Budget mit einer Punkteanzahl weit über 50 Punkte. Aber nicht jetzt so zu verstehen, dass wir schon von vornherein gesagt haben, wir wollen 50 Punkte, sondern wir haben 3 Varianten. Eine in der Wirtschaft sagt eine Worst-Case-Variante und eine Best-Case-Variante. Und die Best haben wir noch lange nicht erreicht. In der Tabelle wegen der vielen Punkteteilungen wenig Veränderungen. Rapid enteilt dem Feld. Sturm, das heute erstmals in dieser Saison remisiert hat, erster Verfolger vor dem GAK und dem LASK. Einziger Positionswechsel, Salzburg und Austria überholen Ried. 8. Innsbruck, 9. Admira und für Vorwärts Steyr gab es heute den ersten Meisterschaftspunkt nach 14 Niederlagen. Auffallend noch, zwischen Rapid und Platz 2 7 Punkte Differenz. Um 2 mehr als zwischen Rang 2 und Rang 8. Rekordverdächtig auch Rapids bester Torschütze. Christian Stumpf erzielte bisher 7 Tore und tastet sich mit jedem Treffer näher an das gegnerische Tor heran. Letzter Stand 1 Meter. Jetzt wird's langsam eng.